Hi, ich bin Oscar X. Oscar X. Also ich bin Oscar X, ich bin ein Android und ich möchte am 22. gerne mein X machen, weiß aber gar nicht wo und wie. Ihr seid jetzt die Linken, was sind die Linken genau? Wofür steht ihr? Also wir stehen für den Widerspruch gegen Kriege, gegen den Verkauf von Rüstungen weltweit auch noch. Wir sind der drittgrößte Waffenexporteur Deutschland leider auf der Erde. Wir sind gegen die falschen Euro-Rettungsschirme, wir sind gegen die Rentensenkung, gegen prekäre Beschäftigung, gegen Hartz IV. Wenn es uns nicht gäbe, gäbe es dagegen nicht mal einen Widerspruch im Bundestag und damit auch weniger in den Medien. Ist schon mal ein Grund genug, oder? Ja. Ich habe gehört, Sie sind ein gefragter Mann, merke ich ja auch gerade hier. Jetzt sagt aber Per Steinbrück, er will nichts mit Ihnen zu tun haben. Warum nicht? Weil die SPD sich immer von der Union disziplinieren lässt. Die Union grenzt uns aus und dann hört die SPD artig. Außerdem hat die SPD noch nicht den Mumm, wieder wirklich sozialdemokratisch zu werden. Sonst wäre sie ja auch gegen Rentenkürzung, auch gegen Kriege etc. Also, aber ich sage Ihnen, das wird sich ändern. In den nächsten 4 Jahren werden wir hier gewaltige Veränderungen auch in der SPD erleben, weil es dort im Karton rappelt. Also zumindest dann, wenn wir eine Mehrheit links von Union und FDP erreichen, was ich glaube, dass das zu schaffen ist. Und dann wollen Sie es mit Per Steinbrück versuchen? Wir sind immer zu Gesprächen bereit. Die SPD muss sich überwinden. An uns scheitert sowas nicht. Ja. Höchstens dann inhaltlich, wenn wir uns gar nicht verständigen können. Aber erstmal muss man ja Gespräche führen, um das zu wissen. Per Steinbrück hat gesagt, die Linken sind Kommunisten. Was sagen Sie dazu? Das ist auch Quatsch, dann hat er sich noch nie mit uns beschäftigt, sonst wüsste er das, dass wir demokratische Sozialistinnen und Sozialisten sind. Nein, er hat es auch anders gesagt. Er hat gesagt, wir haben die falschen Mitglieder im Westen und dann gibt es da so eine Plattform und so. Also die reden immer Unsinn, weil sie immer neue Ausreden suchen. In Wirklichkeit lassen sie sich nur von der Union disziplinieren. Aber glauben Sie mir, das wird sich nach dem 22. September ändern. Okay, dann ich würde gerne wissen, in einem Satz, warum soll ich die Linken wählen am 22.? Weil mit uns die Gesellschaft friedlicher und sozial gerechter wird. Das können die anderen Parteien nicht? Nein, machen sie nicht. Die machen regelmäßig das Gegenteil. Das ist zurzeit, aber zurzeit ist ja relativ friedlich in Deutschland, oder? Ja, aber nach außen. Wir führen Krieg in Afghanistan. Ich bitte Sie, ist das nichts. Und darüber hinaus haben wir den größten Niedriglohnsektor in Europa. Wir haben 25% aller Beschäftigten sind prekär beschäftigt. Prekär, was heißt das? Prekär heißt Minijob. Prekär heißt erzwungene Teilzeit. Prekär heißt Aufstocker, Leute, die so wenig verdienen, dass sie noch mal zum Jobcenter geschickt werden müssen, um überhaupt leben zu können. Das alles heißt prekär. 25%, ich bitte Sie. Und das wollt ihr ändern? Wie wollt ihr das ändern? Na, ganz einfach, indem wir Steuergerechtigkeit einführen. Steuergerechtigkeit, wie sieht die aus? Nein, nicht. Also erstens wurde mir gesagt, 2 Fragen. Wir sind jetzt bei Frage 20. Ja, ich bin wissbegierig. Deswegen der Zeit, ja. Also, nochmal. Also Steuergerechtigkeit, es sieht wie aus? Halt. Wenn jemand Ihnen soziale Gerechtigkeit verspricht und keine Steuergerechtigkeit einführt, dann lügt er. Das heißt zum Beispiel, wir sind die Einzigen, die die Mitte der Gesellschaft entlasten wollen durch Streichung des Mittelstandsbauchs. Unsere Einkommensteuer hier, die verläuft nicht so, sondern die hat hier so einen Bauch. Okay. Wir wollen auch den Grundfreibetrag erhöhen. Das geht aber nur, wenn wir auch den Spitzensteuersatz erhöhen. Wenn man bis zu 80.000 Euro im Jahr verdient, zahlt man bei uns weniger Steuern. Wenn man mehr verdient, zahlt man mehr. Na und kann ich nur sagen, dann brauchen wir gerechte Unternehmenssteuern, auch Körperschaftssteuern. Wir brauchen bei hohen Erbschaften. Das heißt, die viel verdienen müssen mehr zahlen. Mehr bezahlen. Aber auch die mit einem großen Vermögen müssen etwas zahlen. Artikel 14 des Grundgesetzes regelt das Eigentum auch verpflichtet. Also, wir haben da ganz klare Vorstellungen. Wir hätten eine Ausgabensteigerung von 170 Milliarden Euro und hätten eine Einnahmensteigerung von 180 Milliarden Euro. Und dann wäre unser Land deutlich gerechter. Was halten Sie von diesem Veggie Day? Also ich denke ja, es geht ja um die Wurst am 22. Ja, die Idee ist für mich eine Frage, wenn ich Aufklärung betreibe und den Leuten sage, ihr esst zu viel Fleisch, macht doch mal einen Tag, wo ihr nur Gemüse und Obst esst und weiß ich was alles, dann ist das in Ordnung. Wenn ich aber das wieder als Vorschrift einfüge und die Kantinen verpflichte und dann wieder Sanktionen, mein Gott, wir müssen doch nicht Parteien des Verbietens werden, wir sollten Parteien des Erlaubens sein. Also Sie essen gerne Würstchen? Klar. Super. Okay, dann kann ich Ihnen jetzt hier mal eine Wurst geben. Wurst mit Wasser. Was heißt hier mit Wasser? Ja, ich esse gerne Würstchen, Bockwürstchen. Mein Vater, ich habe das von meinem Vater. Machen Sie mal ruhig auf, geht das? Nee, ich denke ja nicht daran. Doch, machen Sie. Ich esse das auch. Essen, hören Sie mal zu. Wollen Sie mitnehmen? Nein, selbstverständlich. Ja, bitte. Dann können Sie mitnehmen, die Wurst. Jetzt geht es um die Wurst. Ja, wollen Sie auch eine? Wir können jetzt gemeinsam eine essen. Nein, danke schön. So. Okay, alles klar, dann nochmal ganz kurz. Dankeschön. Ganz kurz in einem Satz. Ja. Warum soll ich Sie wählen? Wohnen Sie überhaupt in Treptow-Köpenick? Nee.
Na, dann können Sie mich ja nicht ganz direkt wählen. Also dann nur indirekt, ja, indem Sie die linke Liste wählen. Ich sage es noch einmal, weil das so ist, die anderen Parteien verändern sich, wenn wir gewählt werden, stärker gewählt werden. Die SPD wird dann sozialer, die Grünen werden friedlicher. Damit wird die Gesellschaft insgesamt sozialer und friedlicher. Und Sie wählen den Widerspruch bei Themen, wo es unbedingt Widerspruch im Bundestag geben muss, wo wir häufig sogar eine Mehrheit der Bevölkerung argumentativ vertreten. Ohne uns werden die nicht mal durch ein Argument vertreten. Dann verarmt die Demokratie, es geht auch nicht. Also es gibt so viele Gründe. Ich müsste eine Stunde lang gehen. Okay, dann werden wir vielleicht nochmal ein Treffen machen. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Und, das ist eine ganz spezielle Galaxie. Wir haben auch vor 11 Jahren schon mal mit dem UFO Reklame für die Landtagswahl gemacht. Also aha, ganz speziell. Und das heißt, was macht ihr aus?